Hallo und willkommen zu einem Beispiel zur Halbwertszeit. Ordnen Sie den vier Graphen jeweils die entsprechende Halbwertszeit aus a bis f zu. Wir haben hier also vier verschiedene exponentielle Funktionen und wir sollen jeweils die richtige Halbwertszeit zuordnen. Dazu zeichnen wir uns das am besten grafisch ein. Wir beginnen hier bei 8, bei einem Anfangswert von 8. Wir suchen also denjenigen Zeitpunkt, zu dem diese Anfangsmenge auf die Hälfte gesunken ist, also auf den Wert 4. Das heißt, wir suchen denjenigen Wert auf der t-Achse, wo unsere Anfangsmenge halbiert ist. Und das ist für den ersten Graphen 5. Das heißt, richtige Antwort für den ersten Graphen lautet Dora. Und genau dasselbe machen wir für alle weiteren drei Graphen. Zweiter Graph, Ausgangswert 1, das heißt, wir suchen nach dem Wert, wo dieser Wert auf die Hälfte, also 0,5, gesunken ist. Wir suchen wieder die entsprechende Stelle auf der t-Achse. Das wäre in diesem Fall 10 Tage oder e. Richtige Antwort, e. Dritter Graph, wir haben einen Anfangswert von 60. Wir suchen also denjenigen Zeitpunkt, wo dieser Wert auf die Hälfte gesunken ist, also 30. Und wir haben also eine Halbwertszeit von c gleich 3 Tagen. Das heißt, Antwort c. Letzter Graph, wir haben einen Ausgangswert von 200. Wir suchen also jenen Zeitpunkt, zu dem dies auf 100 abgesunken ist und wir gelangen hier zu keinem Schnittpunkt mit dem Graphen, also liegt diese Halbwertszeit über 10 Tage hinausgehend. Richtige Antwort F.